Peter Klein, gemeinsames TV-Projekt Yvonne Wölke. Seit dem Dschungelcamp vergeht kaum ein Tag ohne neue Schlagzeilen über Iris. 55 und Peter Klein, 56 und Yvonne Wölke, 41. Mit der soll Peter nämlich in Australien angebandelt haben. Anfangs bestritt er das vehement, trennte sich trotzdem von seiner Ehefrau und gab schlussendlich zu. Sich in Yvonne verliebt zu haben, wir haben lange gesprochen und meine Frau hat Dinge gemacht, die man einfach nicht machen darf. Wir haben viele Gespräche geführt mit Aufs und Abs. Das war im Prinzip ein Hoch und Runter der Gefühle, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich mich dadurch immer mehr von meiner Frau entferne und meine Gefühle für meine Frau immer weniger wurden und ich letztendlich immer mehr Gefühle für Yvonne entwickelt habe, gestand der 56-Jährige auf Instagram. Iris Klein war schwer getroffen, echauffierte sich mehrmals im Netz über ihren noch Ehemann. Veröffentlichte sogar private WhatsApp-Nachrichten. Doch mittlerweile sollen sich Peter und Iris wieder versöhnt haben. So der letzte Standpunkt im Rosenkrieg des Jahres. Doch der Frieden dürfte nach den jüngsten Berichten der Bild-Zeitung nicht lange anhalten. Denn wie die Publikation aus dem engsten Umfeld der beiden erfahren haben will, sollen Peter Klein und Yvonne Wölke offiziell ein Paar sein und sogar planen, vor den Traualtar zu treten, wenn ihre Scheidungen durch sind. Ein Paukenschlag, der nicht nur den kleinen Katzenberger Frankhauser Clan erschüttern dürfte. Und nicht nur das. Wie die Bild weiter berichtet, pflegten Yvonne und Peter schon vor dem Dschungelcamp engen Kontakt. Schrieben über ein Jahr heimlich miteinander. Das bestätigte Iris auch in einem Bild-Interview Ende Januar. Ich bin enttäuscht von meinem Mann, dass er mich jeden Tag aufs Neue belogen hat und immer wieder mit dieser Frau zusammen war. Er sagte auch, er kennt sie nicht, sagte Klein und fügte hinzu, Peter schrieb seit einem Jahr immer heimlich auf der Toilette. Ich wusste nie, mit wem. Er zuckte immer zusammen und legte das Handy schnell weg, wenn ich in den Raum kam. Anführungszeichen. Und was sagen Peter und Yvonne zu den Schlagzeilen? Wenige Stunden, nachdem der Bericht online gegangen ist, meldet sich Peter Klein bei Instagram zu Wort Story 100% erfunden, schreibt er zu einem Screenshot des Bildartikels. Yvonne schweigt indes. Und auch Iris hat sich noch nicht zu den Gerüchten um den Mann, mit dem sie über 20 Jahre ihres Lebens verbracht hat, geäußert. Unabhängig wie sich das Liebesleben von Peter Klein und Yvonne Wölke gerade gestaltet, eine Sache soll sie aktuell dennoch verbinden. Sie arbeiten gemeinsam an einem TV-Projekt. Wie RTL gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigt, drehen Peter und Yvonne für den Kölner TV-Sender derzeit eine Renovierungsshow. Angelehnt an das australische Format The Block sollen dabei Paare gegeneinander antreten und verschiedene Möbel zunächst gemeinsam renovieren und anschließend versuchen, gewinnbringend zu verkaufen. Insgesamt 7 Wochen sollen die beiden für die Dreharbeiten zusammenarbeiten. Ich kann Ihnen bestätigen, dass Peter Klein und Yvonne Wölke für RTL vor der Kamera stehen. So ein Sprecher des Senders. Verwendete Quelle, Bild, Instagram.com, Mallorca Zeitung ist.